herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Jürgen, gib Gas. Okay. So, wir fahren jetzt mal gemeinsam. Bin ich auf mein Telefon gekommen, sorry. Wir fahren jetzt mal gerade hoch zur Landwirtschaftsmesse. Und dann schauen wir mal weiter. Jo. Jo, jo. Ja, pass auf mit dem LKW, gell? Ja. Weil ich glaube, das ist gar nicht meiner. 16.45 Uhr, ob ich das mit dem Trecker hier schaffe, das weiß ich nicht. Ja, ich kann schon mal 1050 mitnehmen. Alter, da ist ja richtig was geboten, ey. Bist du schon da? Ja. Ah, gut. Ja, richtig was gebacken. Ach so, hier, der Bürgermeister hat ja gemeint, ich soll auch noch die Dinger hier machen. Die zwei Brücken instand setzen. Oje. Park ich denn jetzt hier? Ist kein Parkplatz ausgeschrieben. Na doch, hier vorne dort alles. Aber da passe ich doch nicht mit dem Wald dahin. Mit dem Tatra, oder? So, Freunde, liebe Zuschauer, kurz auf RP. Ich habe es gestern vergessen in der Aufnahme. Falls ihr Bock habt mitzuspielen, einfach mal auf dem Discord vorbeischauen und bei mir melden. Und dann kriegt man das schon irgendwie gebacken. Oder einfach beim Jürgen Racex, Dark Racex YouTube melden. Genau. Wir sprechen uns da untereinander ab. Und dann schauen wir mal. So. Ja, ja, passt. Passt es? Steht zwar ein bisschen ja, auf der Straße, glaube ich. Steht zwar ein bisschen vorne über, aber naja. Passt. So, gucken wir mal hier. Denn da. Ey, pinkelt der jetzt an Baum? Emma, das Umweltverschmutzung. Warte mal, ich hol mal gerade den Stromberger. Ladin ist nicht der, der schwebt. Stromberger! Ich hab Kopfschmerzen. Ja. Komm mal kurz, bitte. Kopfschmerzen. Ja, ich hänge hier gerade irgendwie fest. Scheiße, Herr Reinhardt. Ja, was? Einmal bitte herkommen. Muss kotzen. Ah. Kommen Sie mal bitte her. Was war das denn hier vorne? Haben Sie da gegen den Baum gepinkelt? Was? Gegen den da? Ja. Ich hab Kopfschmerzen, muss kotzen. Ja. Es gibt aber Toiletten. Hier. Wo? Bei der Feuerwehr. Ach so, scheiße. Der Reinhard hat hier gegen Baum gepinkelt. Hab ich gekotzt. Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das weiß ich auch. Das werde ich nachher noch klären. Okay. Aber ich habe Erde bei mir im Auto. Baruna. Ja. Erde? Wir müssten einmal. Eiknoll. Ja, Herr Neumann, gehen wir mal kurz auf die Seite. Kommen Sie einfach mit. Chip. Knoll. So, jetzt, Herr Neumann. So, ich hätte einmal eine Rechnung. Ach, eine Rechnung gibt's auch noch. Fürs Spritzen. Fürs Pflanzenschutzmittel. Ah, ja, da war was. Stimmt. Das wäre eine Summe. Ohne Steuern sind's 1.700. Und mit sind's 2040. Okay. So. Sie haben jetzt bei den zwei Feldern Pflanzenschutz betrieben und angesät. Ist das richtig? Ja, genau. Und angesät hatten sie Weizen, glaube ich. Ja, genau.
Und wir haben noch einen Auftrag von ihnen zu düngen. Jo, das ist richtig. Das mache ich. Wir sollten uns jetzt hier treffen. Wir sind auch schon wieder zu spät. Oh ja, deswegen ich muss noch sagen, zahlen. Aber ich 500 weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht an wen. An die Stadt. An die Stadt? Also am besten an Knoll. Okay, dann mache ich das mal. Oh, die Scheinchen weg hier. Bunker? So. Vorsicht. Herr Sepp Hans? Guten Tag, Herr Varuna. Woher haben Sie denn so ein Auto? Guten Tag. Können Sie noch mal, könnten bitte nochmal einmal alle, die nicht die Eintritt zahlen müssen, bitte nach draußen nochmal gehen? Ich habe gerade bezahlt. Ja, trotzdem. Aber eine Sicherheitskontrolle. Aber ich darf durch, ich darf durch. Ich auch. Ich helfe dir, ne, Herr Kollege. So. Okay, hey. Nimmst du den Sepp, dann nehme ich den, oder den Hans. Wen nimmst du? Der Hans braucht nicht durch. Ich nehme den Herrn Hans. Den dann nehme ich Volker. Volker, komm mal her. So. Ja, kein Ding hier. Ja. Einmal bitte umdrehen. FSK 18. Kann man umdrehen? Sie können weiter. Jo, ganz durch. Gut. Ich ruf mal kurz. Noch muss man kurz telefonieren. Also sonst jetzt hier mit. Hallo? Hallo Harry, ja? Du warst ja gestern nicht da. Die Messe ist eröffnet. Wir sollten eigentlich alle zur Messe kommen. Und von dem habe ich gar nichts mitbekommen. Ja, eben, deshalb rufe ich dich an und dachte, gib dir mal Bescheid. Nicht, dass ja, du die Neuheiten hier verpasst. Ich gehe schon in diese Richtung. Okay, gut, dann bis gleich. Ciao. Jo, ciao. Auf. Oh, Sponsoring bei Bauhof. Wo ist denn der Grill hier? Ich höre hier irgendwo einen Grillprozess. Ich auch. Wo ist der? Ich hab Hunger. Knoll. Krieg ich ein Würstchen? Knoll. Ach, hier. Ich nehme mal an, hier gibt's was zu essen. Geil. Alles liegt da. Oh, geil. Oh, lecker. So kriegt man die Aufmerksamkeit. Ein Bierchen. Also wenn ich mich mal selbst morden will, dann weiß ich nicht hingehen. Ich mach mir auch mal einen auf. Ah ja, stimmt. Geil, du. Das muss sein. Ich bin leider im Dienst. Ich hab Alkohol. Ja, haben Sie auch Wasser? Willst du noch ein alkoholfreies? Ja, hier ist ein Wasser. Ja, danke. Bierwasser mit Alkohol, ne? Nein. Ich wollte normales Wasser. Ja, hier haben sie. Und? Ja, das ist wirklich ein Wasser. Ah. Boah, hier steht ein Häcksler, geil. Ah, das tut weh. Ui. Guck ich mir mal an. Das ist ja sicher. Oh, so ein Case ist ja auch nicht schlecht. Boah, Krone. Gibt's hier eigentlich auch eine Führung? Nö. Herr Reinhardt. Okay. Herr Reinhardt. Da vorne trifft gerade der letzte. Nein, ich glaube, dass sie dann zu langsam. Aber mit Ihnen müsst ihr auch noch kurz sprechen, Herr Hans-Peter. Können wir gerade mal auf die Seite? Ich fange schon mal an, meine Sehnsüge zu machen. Herr Hofer, komm. So, ich bin mir gar nicht mehr sicher, denn Tatra hatte ich nur gemietet bei Ihnen, ja? Ich glaube ja. Ich guck mal gerade in die Papiere rein. Ah ja, der ist gemietet, ist richtig. Ja. Okay, also ich muss sagen, der gefällt mir sehr gut. Vielleicht können wir da heute noch einen Kaufvertrag machen. Irgendwie. Ja, das können wir machen. Ja. Achso, nee, mir fehlt noch ein bisschen Geld. Aber die nächsten Tage kriege ich, glaube ich, hin. Das ist doch toll. Und so lange werde ich den noch mieten. Ja, natürlich. Von mir haben sie nur Bestes zu erwarten. Auch eine Rückmeldung. Ach, danke, gerne. Ja. Ich vertrete sie da auch. Der Herr Reinhardt ist auch echt ein komischer, der Herr Reinhardt. Ja, genau. Deshalb müssen wir da schon zusammenhalten. Ich komme da echt immer noch nicht drauf klar. Pass auf, er kommt.
Ach nee, der hat schon wieder seine Ketten wieder in der Hand. Komm, wir gehen weiter. Also unauffällig. Ich melde mich dann bei dir, gell? Jo. Tschüss. Ciao. Nee. Klingelingeling bei Herrn Knoll. Ja. Herr Knoll, können Sie gleich mal zu mir kommen? Auf Wiederhören. Hier hinten. Ach, da sind Sie ja schon. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dort vorne abzusperren? Nicht, dass irgendjemand unerlaubt das Gelände betritt? Jo, können wir machen. Aber ich wollte auch etwas hier anschauen. Natürlich. So, okay. Cool aus. So, was ist denn hier jetzt noch los auf dieser Messe? Wie lange? Ein metrischer, geil. Wer ist hier geschossen? Haben Sie das auch gehört, Herr Knoll? Ja. Wer hat hier geschossen? Ich weiß nicht. Bromberger, wer hat hier geschossen? Harry Hofer. Herr Hofer. Stehen geblieben. Durchsuch den mal bitte. Sie haben die Erlaubnis zu durchsuchen, Herr Wessex. Okay. Wer hatte gerade die Kettensäge in der Hand? Nein, er ist clean. Eine Kettensäge. Können Sie eine Kettensäge von einer Dienstpistole nicht unterscheiden? Er ist clean. Das hat er so an sich gehört. Ich war mit dem Herrn Peter in einem Gespräch. Aber ja, ich muss jetzt mal zum Herrn... Depp war clean. Keine Ahnung, welchen Namen. Nee, ich muss sogar... Können wir jetzt die Verlosung machen? Los? Bitte fangen Sie an. Wer fängt an? Die. Ja, Volker, okay. Das gefällt dir, das Schmuckstückchen, ne? Ja, so ein bisschen Bagger fahren wollte jeder als Kind, geil. Ne? Ich halte jetzt übrigens eine Rede. Ah! Ja, das ist schon ganz praktisch, ja. Alter, was geht denn hier ab? Ein Riesengebot. Alter! Ich glaube, da waren die Boxen, oder? Die so Schuss hatten, ey. Boah. So, bitte einmal Ruhe. Danke. Hallo? Oh, hört ihr mich? Ja, fangen Sie an! Buh. Warum Buh? Nein, Spaß. Schießen Sie los! Ja, okay, also liebe Gemeinde, Bürgerinnen, Bürger, hergekommene Leute, willkommen hierzu. Also im Prinzip möchte ich erstmal ein fettes Dankeschön an den Herrn Peter und den Herrn Knoll und alle Beteiligten richten, die das hier innerhalb weniger Zeit dieses große Areal hier gezogen haben. Mit Grünflächen, wohl bemerkt, der Umwelt zugute. Danke, danke. Bitte, bitte. Und, boah, da hinten steht ein Grill und da sind, glaub ich, direkt nochmal eins holen. Ich hab auch Zimtschnecken mitgebracht. Stehen da auch. Oh mein Gott. Boah. Und ich übergebe das Wort jetzt mal. Volker. Achso, noch eine Sache. Ja. Falls es nur nicht hier. Der Herr Razex ist ja kein Stellvertreter. Der ist bei der Polizei jetzt auch nebenberuflich. Eigentlich sollte so es geheim bleiben. Sowas, ich. Herr Bürgermeister. Eigentlich sollte es geheim bleiben. Aber anscheinend ist da schon mal was passiert. Ich übergebe das Wort aber jetzt an. Wie soll denn das geheim bleiben, wenn der mit dem Polizeiauto rumfährt? Ja, ja, das war ja auch gar nicht geplant. Meine. Also, ich hatte nicht gedacht, dass er mit dem Polizeiauto rumfährt. Na, Volker. Hast du dich erschrocken, wa? Reinhard? Ja. Ja. Sehen Sie das doch mit den Steuern nochmal.
vielleicht für alle wichtig. Depp, pack so, die Kettensäge weg. Die 180% sind jetzt weg. Also die gibt's nicht mehr. Und rückwirkend die eingezahlt wurden von den Leuten, also die 180%, die werden ausgezahlt an die Leute. Beziehungsweise es war hier in Schwarzing nur eine Person, die davon betroffen war. Was sind das, Geldwäsche oder wie? Nee. Das war eine Steuer, die ist an den Staat gegangen, und weil der Staat die jetzt an irgendwie wieder zurück überwiesen hat, überweist sie jetzt wieder zurück. Also der Staat hat richtig Ahnung, glaube ich. Ja, warum überweisen sie, überweisen. Und warum unterstellen sie mir Geldwäsche? Das war eine Frage. Ach so. Ja, und ich so, gehe jetzt mal wieder runter, wenn ich hier runterkomme. Weil einmal etwas hüpfen. Was willst du? Einmal über die Kante schwingen hier vorne. Ja, ich komme hier nicht runter. Ich klebe hier irgendwie fest. Ja, einmal springen. Ja, ich versuche es doch. Ich gebe ihm gleich einen Ruck von hinten. Ah, ja. Hey, Herr Knoll, sieben. Sollten nicht fahren, sonst wird das noch viel schlimmer. Nee, es war viel besser. Ah ja, hier hat jeder Ahnung. So, liebe Leute, ich gehe aber mal kurz ein Nickerchen machen. Ah ja, ich einmal kurz essen. Ich auch. Oder essen ist besser. Können wir heute Abend noch die Stimmung hier genießen. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier ist wohl die Landwirtschaftsmesse. Ich werde mir hier noch ein bisschen umschauen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht, wir müssen auf jeden Fall den Tatra da noch kaufen. Aber das werde ich erst machen können, wenn wir die Fahrzeuge, das Holz von der Stadt verkauft haben und da unseren Erlös von 30% gekriegt haben. So, also, macht's gut, haut rein, bis dahin. Ciao.